Spielemacher von Microsoft stellten auf ihrer E3-Pressekonferenz 2017 die Xbox One X vor. Alle wichtigen Fakten zur neuen Xbox findet ihr in diesem Video. Die neue Konsole von Microsoft ist vollkommen abwärtskompatibel zu allen Xbox One-Spielen. Die Xbox One X war vorher unter dem Namen Project Scorpio bekannt und ist die kleinste Konsole, die Microsoft je gebaut hat. Sämtliches Zubehör, das bereits jetzt für die Xbox One und die Xbox One S erhältlich ist, wird mit der Xbox One X kompatibel sein. Microsoft verspricht mit der Xbox One X die stärkste Konsole aller Zeiten auf den Markt zu bringen. Um echtes, also natives 4K-Gaming zu ermöglichen, ist natürlich eine sehr starke Hardware nötig. In der Konsole verbaut Microsoft einen x86-Prozessor mit 8 Kernen bei einer Taktrate von 2,3 GHz. Als Grafikeinheit kommen 40 Compute Units bei 1172 MHz zum Einsatz. Das entspricht laut Microsoft einer Leistung von 6 Teraflops. Der Arbeitsspeicher besteht aus 12 GB GDDR5 bei einer Speicherbandbreite von 326 GB pro Sekunde. Ein 4K Blu-ray-Laufwerk ermöglicht das Abspielen von ultra-hochauflösendem Kinofilm. Die interne Festplatte hat eine Kapazität von 1 Terabyte. Auch Anwender, die keinen 4K-Monitor oder Fernseher ihr eigen nennen, sollen von der Xbox One X profitieren. Microsoft verspricht auf 1080p-Bildschirm optimierte Spielversionen, die mittels Patch an die Leistung der neuen Konsole angepasst werden können. Die Xbox One X erscheint am 7. November 2017 und soll 499 US-Dollar kosten. Der genaue Europreis steht noch nicht fest. Was haltet ihr von der neuen Microsoft-Konsole? Sagt uns eure Meinung im Kommentarbereich.